Alexander Rabe ist hier, der ist der Leiter des Hauptstadtbüros vom ECHO, also vom Verband für die Internetwirtschaft, und spricht über das Netzwerkdurchsetzungsgesetz bzw. auch über die Gefahren, die sich daraus wieder erwachsen, über die Löschkultur, die es geben könnte. Bitte schön, komm her. Du darfst schon anfangen. Danke. Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Vorgestellt wurde ich ja jetzt schon. Ihr könnt sehen, dass ich vom Verband der Internetwirtschaft komme und über das NetzDG, mindestens den Entwurf eines Gesetzes, heute Abend sprechen möchte. Wir als ECHO sind ein Verband mit über 1000 Mitgliedsunternehmen, seit 1995 dabei, Rahmenbedingungen für ein freies, sicheres, offenes Internet zu gestalten, juristisch und eben auch technologisch die Rahmenbedingungen hierzu zu schaffen. Disclaimer des Abends: Ich stehe heute Abend nicht als klassischer Lobbyist, als Verbandsvertreter bei Ihnen, sondern wir selber betreiben seit 1995 und darauf folgend eine eigene ECHO-Beschwerdestelle. Das bedeutet, intrinsisch motiviert, eigenfinanziert haben wir uns schon 1995 zunächst mit einer Taskforce und danach eben mit der ECHO-Beschwerdestelle dem Kampf gegen illegale Internetinhalte gewidmet. Das heißt, 1995 wurde die ECHO-Beschwerdestelle dann richtig gegründet. Wir haben 5 Volljuristen aktuell in Köln sitzen, die ja, sich den Dreck des Internets anschauen. Und anders kann man das nicht formulieren. Das ist eine Aufgabe, die keiner wahrscheinlich von euch und von mir, also ich auch nicht, gerne machen möchte. Ein Grundprinzip unserer Arbeit ist, die Dinge, die wir finden und die wir mit den Juristen als illegal einstufen, die werden wir auch, die bringen wir grundsätzlich zur Anzeige. Das ist bei uns einfach, es gehört dazu. Ist nicht üblich, unbedingt. Und wir haben vielleicht das als Information in Deutschland die Besonderheit, dass wir 3 Beschwerdestellen haben. Alle 3 Beschwerdestellen haben sich unter www.internetbeschwerdestelle zusammengefunden. Also wer hier was findet, findet dort dann gewisse Kacheln und kann sich dann über Spam beschweren, aber eben auch, und das ist so einer unserer Schwerpunktthemen, über Kindesmissbrauch im Internet zum Beispiel oder heutzutage Hate Speech, Fake News oder was man eben als anstößig bis hin zu illegal eben auch bewertet. Vielleicht nur so ein Gefühl, was wir mit diesen 5 Personen da unten in Köln bisher alles so abarbeiten. Im Jahr 2016 haben wir 250.000 Beschwerden erhalten. Das klingt gigantisch, ist es auch, begründet sich aber auch ganz deutlich dadurch, dass wir ganz viel Beschwerden über illegale Spam-Mails erhalten. Das ist die Masse. Wenn man das wiederum rausrechnet, haben wir 3.500 Beschwerden im Jahr, die wir als einzige Beschwerdestelle erhalten. Und in 1564 Fällen haben wir besagte Maßnahmen ergriffen, sind aktiv geworden, weil wir die Inhalte, die wir gemeldet bekommen haben, auch als rechtswidrig, illegal mit unseren Juristen vor Ort eingestuft haben. Wie ihr seht, ist es nicht ganz die Hälfte der berechtigten Beschwerden. Das ist der Disclaimer, das ist der Hintergrund des Vortrags, die Einschätzung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes und alles, was da kommen wird sozusagen. Das ist die Erfahrung, die wir machen, tagtäglich in der Arbeit, im Umgang mit rechtswidrigen Inhalten. Wie funktioniert das bei uns? Die Besonderheit im Gegensatz zur Polizei ist, bei uns kann man sich anonym melden per Mail. Man kann seinen Namen angeben, seine E-Mail-Adresse, muss man aber nicht. Also das heißt, jeder, der über illegale Inhalte im Netz stößt oder auf sie stößt, kann sich bei uns melden. Und wir haben über die Hälfte der Beschwerdeführer auch anonym. Da wir gerade im Bereich Kindesmissbrauch und Darstellung von Kindesmissbrauch im Internet aktiv sind, kann sich jeder wahrscheinlich ein bisschen denken, wenn man auf solchen Inhalt stößt, möchte man offensichtlich nicht unbedingt zur Polizei gehen, das melden, weil man dann im Endeffekt relativ schnell selbst als Tatverdächtiger gilt. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass es gemeldet wird, es ist wichtig, dass der Inhalt gefunden wird, analysiert wird, also juristisch und technisch wird er überprüft. Technisch bedeutet im Endeffekt, wo ist er gehostet? Ist es sozusagen im Rechtsraum Deutschlands? Können wir direkt aktiv werden oder müssen wir quasi internationale Kooperationen starten? Wenn der Inhalt rechtswidrig ist, melden wir ihn grundsätzlich der Polizei und die Strafverfolgung wird eingeleitet. In vielen Fällen, gerade in den Kindesmissbrauchsfällen, ist es eben so, dass die Polizei sich dann 24 Stunden, 72 Stunden auch Zeit erbittet und darum bittet im Endeffekt, dass keine Maßnahmen ergriffen werden, weil sie anfangen dann im Endeffekt eine Umfeldanalyse zu starten, dass sie gucken wollen quasi, wer bewegt sich wo, wie auf diesen Seiten, wer ruft ab und im Endeffekt auch Beweissicherung betreiben wollen. Das heißt, wir warten dann öfter, bevor wir auf den Provider zugehen und den dann eben auch bitten,
vermeintlich illegalen Inhalte oder dann auch illegalen, definitiven Inhalte zu löschen. Erwähnt hatte ich schon, Schwerpunkt unserer Arbeit ist die Darstellung von Kindesmissbrauch im Internet. Das war die intrinsische Motivation, deswegen bezahlen wir die Mitarbeiter dort selbst, deswegen kümmern wir uns drum. Wir haben uns selber ein Staff-Welfare-Konzept erarbeitet, das heißt, uns ist sehr wohl bewusst, was diese Menschen dort tagtäglich zu sehen bekommen. Wir arbeiten mit Traumatologen zusammen, es gibt ein ganz klares Konzept, wie viele Stunden in der Woche Mitarbeiter sich diesen Inhalt anschauen können. Es gibt klare Konzepte, wie die Meldungen gegenüber den Strafjustizvollzugsbehörden stattfinden, also mit Klarnamen oder eben über die Leitung. Das können Mitarbeiter auch teilweise dann eben selbst entscheiden. Die Löschquote in Deutschland bei diesen Inhalten nach jetzt über 15 Jahren ECO-Beschwerdestelle liegen bei 100%. Die durchschnittliche Löschdauer inklusive Feiertage, inklusive die Meldung kam abends um 22 Uhr, wurde erst morgens um 8 Uhr gesehen, dann war der nächste Feiertag und ein Brückenwochenende dahinter, liegt nichtsdestotrotz bei knapp 2 Tagen und hat wie gesagt eine 100%ige Löschquote. Wie das passieren kann, im Endeffekt durch Kooperation, durch Erfahrung, es hat viele Jahre gedauert, verschiedene Parteien, verschiedene Unternehmen, verschiedene Kooperationsmodelle auch mit dem BKA, mit den LKAs zu etablieren, damit man weiß, wer meldet hier, zu welchem Zeitpunkt, wie, was muss ich tun, war ein Erfahrungsprozess, der zu diesen jetzt mittlerweile sehr erfreulichen Zahlen geführt hat. International liegen wir bei 78%, das mag für viele wenig erscheinen, es ist für uns dennoch ein Erfolg, weil wir einfach auch wirklich in die letzten Regionen der Welt sozusagen vordringen, aber halt auch nicht in alle letzten Regionen und Server vordringen können. Wir glauben trotzdem, das ist definitiv zu verbessern und es muss weitergehen, aber wir kommen von ganz anderen Zahlen im Endeffekt in den letzten 15 Jahren. Nochmal vielleicht ein paar Statistiken. Wir haben nämlich in diesem Jahr mit der ECO-Beschwerdestelle unseren ersten Jahresbericht veröffentlicht, weil wir eben anhand auch der Diskussionen, die dann stattfanden über Hate Speech und Umgang mit illegalen Inhalten, gemerkt haben, Transparenz schafft Vertrauen. Wir müssen also sagen, dass wir eine Beschwerdestelle mit 5 Juristen haben, dass wir Staff-Welfare-Konzepte haben, dass wir Anzeigen erstatten, wenn wir etwas finden, wie wir sozusagen auf die Provider zugehen, wie wir nachfassen, wie wir tracken, ob sie löschen oder eben nicht. Also all das, was so mittlerweile in der Diskussion steht, haben wir in dem Jahresbericht versucht darzulegen, um es ein bisschen klarer zu machen. So, wir sehen hier, 90% der Fälle sind Kinderpornografie. Der Begriff gefällt mir selber nicht, steht aber im Strafgesetz eben so drin. Von daher ist das der Begriff zu verwenden ist. Gerade jetzt im Bereich von sexuellem Missbrauch 90% Kinderpornografie. Dann haben wir 7% Jugendpornografie. Und seit neuestem gibt es eben auch die sogenannte Posendarstellung. Und was wir jetzt sehen ist im Endeffekt bei den berechtigten Beschwerden, bei diesen vermeintlich so wahnsinnig klaren Themen, also Kindesmissbrauch würde wahrscheinlich jeder von euch und mir auch sofort sagen, das ist klar, eindeutig klar, da gibt es keine Diskussion. Jetzt haben wir schon 3 verschiedene Begriffe gelernt in diesem Bereich und was wir jetzt dann eben auch sehen im Bereich der Kinderpornografie, ist es in 63% der gemeldeten Fällen auch wirklich klar, also mehr als der Hälfte. Im Bereich der Jugendpornografie nur noch in 30%, weil hier gehen dann relativ einfache Fragestellungen los, wie alt ist derjenige, den ich dort im Bild erkennen kann und so weiter. Das sind Themen, sind unangenehm, aber das ist eben das tägliche Geschäft, was wir in einer sehr, sehr großen Masse auch dort eben haben. Im Bereich eben von Rassismus, den haben wir jetzt trotzdem hier reingeholt, der gehört also nicht mit dem Gelb zur Posendarstellung, haben wir im Endeffekt 7% berechtigte Beschwerden. Nämlich auch da sehen wir, das, was mir mein Gefühl sagt, wenn ich etwas lese, wenn ich auf einer Seite bin, auf einem Blog bin und ich verstehe, wessen Geistes Kind dahinter schreibt und was damit gemeint ist, ist bei dem Strafgesetzbuch, was wir haben in Deutschland, mit sehr, sehr hohen Hürden verbunden und eben in den allermeisten Fällen ist das Bauchgefühl mit dem Strafgesetzbuch, zumindest bei den Beschwerden, die wir erhalten haben, ja, nicht deckungsgleich. Ja, und von daher auch da nochmal berechtigt, unberechtigte Beschwerden. Wir sind, wenn wir die jetzt nur rausholen, die Rassismusfälle, im Endeffekt nämlich dann bei unberechtigten Beschwerden von 55%, also mehr als die Hälfte. Es kostet uns viel, viel Zeit, diese Beschwerden zu analysieren, diesen Hinweisen nachzugehen, zu suchen, wo sind denn die Hinweise. Und durch diese Arbeit, die wir lange, lange Jahre gemacht haben, war das BMJV so freundlich 2015, als der Minister erkannt hat, Hate Speech ist ein großes Thema, auch wenn es im Strafgesetzbuch so nicht verankert ist. Wir machen eine Taskforce und wir müssen etwas tun, das kann so nicht weitergehen. Hintergrund ist das, was wir wahrscheinlich alle in der Gesellschaft erleben. Wir haben Rechtspopulisten, wir haben
Pegida auf der Straße, wir spüren in den Wahlergebnissen einer AfD, dass sich etwas verändert in unserer Gesellschaft. Ich denke spätestens nach der Situation der Flüchtlinge, die in Deutschland kamen, der Konnotation über Medien in vielen Bevölkerungsschichten, hat sich was getan in dieser Gesellschaft in einer Art und Weise, die mit Sicherheit, was den Ausfluss betrifft, nicht schön ist. Und ich will es nicht, aber es ist Teil einer Gesellschaft, es ist Teil einer Demokratie. Und im Internet schlägt sich diese Entwicklung auch nieder. Man kann es nachlesen. Das ist vielleicht der Unterschied zu der Pegida, wo ich es rauskröle, oder auf der Straße, wo ich den Spruch hinterher bekomme. Aber hier kann ich es eben nachlesen. Und es hat dazu geführt, dass man diese Taskforce eingeführt hat, in der eben die drei Beschwerdestellen, die Eco-Beschwerdestelle, die FSM und Jugendschutznet mit unter anderem an Bord waren. Auch andere zivile Stiftungen waren an Bord. Natürlich Google war an Bord, Twitter, Facebook, die großen Unternehmen, aber auch eben Initiativen wie Gesicht zeigen, die sich dem Kampf gegen Rassismus seit vielen Jahren sehr erfolgreich und sehr mutig auch stellen. Lange wurde dort diskutiert, was das Phänomen bedeutet, was AGBs bei Unternehmen bedeuten. Die Schnittstelle zwischen Beschwerdestellen und zwischen Unternehmen wurde definiert, diskutiert. Vieles wurde gemacht und am Ende 2016 wurde die Jugendschutznet-Beschwerdestelle beauftragt, ein Monitoring zu erstellen, um zu zeigen, was bedeutet es bei den drei Diensten, die in der Taskforce saßen und die im Fokus dann auch der Diskussion waren, nämlich Facebook, Twitter und Google, wenn sich ein User, ein nicht registrierter User, ein nicht sozusagen irgendwie bekannter User meldet und sagt, dieser Inhalt, geprüft wurde § 130, 86 und 86a Strafgesetzbuch, also Volksverhetzung und Ähnliches. Und da kamen diese Zahlen eben her, dass in 90% der Fälle bei YouTube nach einer User-Meldung gelöscht wurde, in 39% bei Facebook und in nur 1% bei Twitter. Dieses 1% führte dann so jetzt die letzten Monate dazu, dass immer wieder diskutiert wurde über, und Twitter löscht nur 1%. Die zweite Grafik, die da unter steht, eben auch aus demselben Monitoring heraus, die geht dabei ein bisschen unter, nämlich, dass im zweiten Verlauf, als zum Beispiel Beschwerdestellen sich gemeldet haben und man bei dem Unternehmen nachgefasst hat, die Löschquoten auch bei Twitter letztlich bei 100% lagen, genauso wie bei YouTube. Bei Facebook waren es dann noch 93%. Natürlich kann man jetzt sagen, boah, 1% User, das geht gar nicht, das ist die Konnotation, das ist die Motivation. Ich wollte nur mal die Statistik zumindest noch weiter zeigen, wie sie auch im Monitoring ist. Wenn man nachfasst bei den Unternehmen, ist am Ende die Löschquote bei 100%. Es gibt momentan Berichte darüber, wie qualitativ wertvoll die Meldungen und die Analysen waren. Ich persönlich finde 100% in allen Statistiken, ja, ist okay. Also gerade bei dem Thema Hate Speech sind 100% schon eine anständige Zahl, sagen wir es mal so. Nichtsdestotrotz, dieses Monitoring hat dazu geführt, dass am 14. März der Öffentlichkeit das sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz präsentiert wurde von dem Minister. Und es wurde immer und wird auch teilweise kolportiert, dass lange in dieser Taskforce darüber diskutiert wurde und dass sich niemand in irgendeiner Form beschweren dürfte, dass jetzt dieses Gesetz da ist. Aber dieses Gesetz war nie Inhalt dieser Runde. Ich habe versucht, vorhin zu skizzieren, was die Treffen beinhaltet haben. Es wurde über dieses Gesetz nicht gesprochen, über diese Inhalte nicht gesprochen, nicht diskutiert. Also es gab diesen runden Tisch aus Wirtschaft, Beschwerdestellen, aus Zivilgesellschaft, den gab es nicht, und Wissenschaft. Nichtsdestotrotz, 14. März wurde es vorgestellt und man gab uns und vielen anderen Institutionen bis zum 30. März Zeit, diesen Entwurf zu kommentieren. Blöderweise hat dann allerdings die Bundesregierung, das BMJV, entschlossen, das, was wir alles vorliegen hatten, als Entwurf zu verändern und bereits schon mal in Brüssel zur Notifikation einzureichen. Das heißt also, während wir noch hier saßen, jetzt kann man sagen, gut, ihr seid ein großer Verband, ihr habt die Leute, ist richtig, aber es wurden auch viele zivilgesellschaftliche Akteure wie die Gesellschaft für Informatik angesprochen, für die das nicht Daily Business ist, die wirklich dann auch mit Professoren einfach mit der Organisation in sich gehen müssen und dann eben auch nach draußen gehen müssen. Und es ist schon, also ehrlich gesagt, auch für meine Arbeit im Bereich Politik und Recht beispiellos, dass man einfach während eines solchen Prozesses eine veränderte Version in Brüssel einreicht und sagt, ja, danke für eure Stellungnahmen, aber wir haben dann jetzt schon mal was anderes gemacht. Das ist kein schöner Stil und gerade bei dem Thema hier, glaube ich, war es auch einfach wirklich ein Fehler. Man erkennt allerdings den politischen Handlungsdruck dahinter. Wäre es nicht zu diesem Zeitpunkt schon sozusagen dort eingereicht worden,
In Brüssel muss es 3 Monate liegen. Also wenn ich in dieser Legislaturperiode dieses Gesetz noch durchbringen muss, muss ich diesen Druck leider stattfinden lassen. So, kommen wir ganz kurz mal zu den Punkten, die wir so ein bisschen schwierig finden jetzt in der veränderten Version. Und ein bisschen halte ich noch für untertrieben, aber erstmal ganz einfach war die Definition der sozialen Netzwerke. Ich meine, viele Wissenschaftler haben lange darauf hingesonnen, wie könnte man soziale Netzwerke in dieser Zeit definieren. Das BMJV hat uns die Arbeit abgenommen und gesagt, es sind also Plattformen, die es Nutzern ermöglichen, beliebige Inhalte mit anderen Nutzern auszutauschen, zu teilen oder der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Es gibt dann sowas wie eine Begründung bei solchen Gesetzen und dort hat man versucht darzustellen, dass diese Definition ja nur maximal 10 Unternehmen internationaler Natur treffen würde. Und man hat jetzt auch in weiteren Veränderungsrunden nochmal definiert, wie man alles nicht meint in der Begründung. Jetzt muss man wissen, ich bin kein Jurist, aber ich habe mir sagen lassen, was in der Begründung steht, interessiert keinen Menschen. Das Gesetz zählt. Und das steht im Gesetz. Und jetzt können Sie sich überlegen, was mit so einer Definition und wen mit so einer Definition man alles treffen könnte, wenn man so soziale Netzwerke definiert. Aber das Ministerium hat sich ja nochmal Gedanken gemacht im zweiten Absatz, das dann versucht einzugrenzen und gesagt, okay, aber das gilt natürlich für niemanden, der weniger als 2 Millionen, wie haben Sie es genannt, Nutzer in Deutschland hat. Deutschland steht gar nicht mehr dabei, also Nutzer. Ist eine Diskussion, können wir lange darüber diskutieren, wann ich wen, wie unter und was ein Nutzer eigentlich ist. Muss der registriert sein, ist der nicht registriert, gehe ich über einen VPN-Server rein, wie kann ich das tracken? Also was heißt das? Oh, genau, im Inland, das war die Definition. Was heißt, wenn ich im Ausland bin? Für uns ist spannend, da kommt jetzt natürlich auch ein bisschen an der Verband durch, was passiert eigentlich mit so einem Startup, die wollen wir ja alle fördern und wir wollen ja auch ein bisschen jetzt im Internet mal ein bisschen Geschäft machen und jetzt habe ich so ein Startup und teile da Inhalte und auf einmal bin ich erfolgreich über Nacht, habe 2 Millionen Nutzer und schwupp bin ich hier mit in diesem Gesetzesregelungswerk mit einem ziemlich klaren, ziemlich engen Rahmen von Dingen, auf die wir ja auch noch gleich zu sprechen kommen, mit drakonischen Konsequenzen. Persönlich würde ich alles tun, wenn ich so ein kleines Unternehmen, vielleicht sogar noch als GbR, so in der Testphase habe, bin jetzt irgendwie durch einen blöden Tagesthemenbeitrag abends berühmt geworden, das Ding vom Netz zu nehmen. Weil also was dann kommt an Konsequenzen, ist kritisch. Interessant war dann auch gewesen, dass in dem ersten Entwurf, den man vorgelegt hat, sich wirklich noch auf die Straftatbestände wie Volksverhetzung konzentriert hat und wirklich auf diesen Themenbereich Hate Speech gegangen ist. Man wollte noch Fake News ein bisschen definieren in der Sache Lüge. Und was dann passierte, ist auf einmal eine Ausweitung der Tatbestände, wie wir es auch jetzt gerade bei der VDS erleben. Also kaum, das Gesetz ist noch nicht mal sozusagen in der Umsetzungspflicht und schon gelten auch Einbrüche als VDS-würdig. Und man kann da nochmal nachsuchen. Und ungefähr so ist das jetzt hier auch passiert mit den Tatbeständen. Die sind ausgeweitet worden auf einem Level, wo wir einfach sagen, das wird heiter werden, weil hier sind einfach die Dinge, die mit aufgeführt sind, nicht mehr einfach zu definieren. Wir hatten das vorhin schon gerade im Bereich Kindesmissbrauch. Selbst da beginnt die Differenzierung. Wenn wir hier in die Bereiche Beleidigungen kommen etc., wird es sehr, sehr schwierig. Auch hier gibt es EuGH-Urteile, die Provider auch die Aufgabe im Endeffekt geben, in eine Art Intermediär, in eine Art Verhandlungsposition zu kommen. Das heißt, einer sagt, der hat da drüben geklaut, der andere sagt, das ist gelogen, das stimmt gar nicht. So, woher soll ich als Provider wissen, wer von den beiden jetzt recht hat? Jetzt muss ich sagen, ich habe hier eine Anfrage, kannst du bitte dazu Stellung beziehen? Das tut er vielleicht, vielleicht auch nicht, vielleicht in 24 Stunden, vielleicht ist er im Urlaub, keine Ahnung. Also da gibt es Dinge, die Zeit brauchen, um geklärt zu werden als Privatunternehmen. Wenn du, da kommen wir ja als Grundidee eben hin, dieses Gesetz betrifft ja Netzwerke. Dort soll das Gesetz durchgesetzt werden, deswegen heißt dieses Gesetz ja schon so. In diese Rolle wird man gebracht. Könnte man sagen, ist alles okay, müssen die irgendwie hinbekommen? Sagen wir, okay, einverstanden, lasst uns gucken, wie. Und da hat uns das BMJV auch schon ein paar Gedanken, Gott sei Dank, aus ihrer Sicht abgenommen und hat gesagt, naja, ist doch ganz klar, also alles, was offensichtlich rechtswidrig ist, hat nach Eingang der Beschwerde in 24 Stunden gelöscht zu werden oder muss gesperrt werden. So einfach ist es. Problem, was wir aus der Erfahrung heraus können, allein das Wort offensichtlich rechtswidrig ist eben, ja was ist denn offensichtlich rechtswidrig? Das Hakenkreuz? Klar, aber wenn ich das Hakenkreuz in die Abfalltonne werfe, was ist dann damit? Wenn ich jetzt die Geschichte erzähle, ja es gibt
ganz viele Dinge, die wirken im ersten Moment. Böhmermann ist der Klassiker, der muss auch immer wieder herhalten an dieser Stelle, wie sozusagen Inhalte, die offensichtlich rechtswidrig sind, in einem anderen Kontext plötzlich Kunst, Satire, aber auf jeden Fall alles andere als offensichtlich rechtswidrig sind. Und jeden rechtswidrigen Inhalt, der also nicht offensichtlich ist, der also beinhaltet zum Beispiel, habe ich wirklich diffamierend gelogen und jemanden damit rechtswidrig beleidigt und herabgewürdigt, der muss natürlich dann innerhalb von 7 Tagen nach Eingang der Beschwerde entfernt werden. Das heißt, das, was ich gerade versucht habe darzulegen, also diese Rechtsfindung zwischen den betroffenen Parteien, die muss dann innerhalb dieser Tage abgeschlossen werden, egal was letztlich für Rahmenbedingungen herrschen. Und das Problem dabei ist im Endeffekt die Zange, die geschlossen wird mit starren Fristen, und das ist der Unterschied zu dem jetzigen Stand im Endeffekt, den wir haben, wo einfach das Wort unverzüglich steht. Klassischer juristischer Begriff, der einfach sagt, okay, du musst loslegen und du musst es lösen. Und eine starre Frist sind einfach 24 Stunden und 7 Tage. Das heißt, hier läuft die Zeit. Das Ding kommt um 23.59 Uhr bei mir an. Egal, wo der Gegenpart sitzt, muss ich innerhalb dieser 24 Stunden geklärt haben, offensichtlich oder rechtswidrig, egal ob Feiertage, egal ob der andere nicht antwortet, das ist eine starre Frist. Und das ist ein Unterschied zu unverzüglich. Und das macht mit den drakonischen Strafen, die dann dahinter stehen für diese Unternehmen, die formuliert wurden und eben bis zu 50 Millionen Euro gehen. Ja, was macht man da als Unternehmen, wenn ich auf einmal 50 Millionen Euro Gefahr habe und auf der anderen Seite bei mir, ich weiß es nicht, wie viel Tausende von Beschwerden eingehen und ich habe eine klare Frist? Das kann man sich wahrscheinlich ausrechnen, was am Ende billiger ist. Und wir sagen einfach, okay, das Ergebnis ist Aufruf zur Löschkultur. Das heißt, hier werden Sie relativ einfach abends entscheiden, zu sagen, so, ist jetzt 23.59 Uhr, sorry, kann es nicht klären, weg damit. Es ist anders zu teuer. Und das ist einfach, soll eine Motivation sein für die Unternehmen, ja, ist es, aber es ist eine Motivation zu löschen. Und wenn wir was erfahren haben bei uns in der Beschwerdestelle, ist, dass eine Prüfung eines Inhalts Zeit braucht. Wir hatten bei uns Renate Künast zu Besuch und ich verstehe die Motivation der Politiker zu sagen, hier passiert etwas, was rechtswidrig ist, was mich in meiner Freiheit bedrängt, was nicht schön ist und das muss sich ändern. Das kann ich menschlich absolut nachvollziehen. Und wir sind ja auch gerne bereit über die weiteren Umsetzungen der bestehenden Gesetzeslage, weil wir haben ja eine E-Commerce-Richtlinie in Europa, die sagt Notice on Takedown, das heißt Provider sind nach Kenntnisnahme einer Beschwerde in der sogenannten Haftungsprivilegierung, das heißt du weißt es, du klärst es, du bist haftbar. Das ist Stand heute der Punkt. Das heißt nicht, dass du es zwingend löschen musst, aber du bist haftbar. Wenn du es nicht löscht, bist du haftbar. Das heißt, man kann dann, wenn der Inhalt rechtswidrig war, offensichtlich rechtswidrig war oder auch nicht, ist alles schon da, in die Haftung gehen. Und da kommen sie auf auch sehr spannende Ordnungswidrigkeiten, Entgelte. Also es wäre ja alles schon da. Aber hier wird das BMJV sagt, konkretisiert. Wir sagen, hier wird im Endeffekt die bestehende Rechtslage eingeschränkt, weil jetzt wirst du in ein Korsett gezwängt mit einer Konsequenz der drakonischen Strafen, die eigentlich nur eine Handlungsoption zulassen als wirtschaftliches Unternehmen. Ein ganz spannender Hinweis war noch, im Falle der Entfernung der Inhalte musste Beweiszwecken gesichert werden, und zwar einer Dauer von 10 Wochen im Inland. Das bedeutet, wenn ein großer Konzern aus Amerika zum Beispiel Kindesmissbrauchsmaterial offensichtlich gefunden hat, muss er diesen aus dem Ausland nach Deutschland holen, in deutschem Hoheitsgebiet speichern, das ist rechtswidrig, und dort 10 Wochen aufbewahren. Ist wahrscheinlich ein Versehen, als das Gesetz erweitert wurde, weil im ersten Gesetz stand ja noch drin, dass genau die Kindesmissbrauchsfälle ausgenommen sind, weil die Kooperationen international zu Löschquoten geführt haben, wo man sagt, okay, so funktioniert es und so wollen wir es eigentlich auch im Hate Speech Bereich haben. Wen und was da immer geritten hat, diesen Straftatkatalog doch zu erweitern, ich weiß es nicht. Und ein weiteres kleines Bonbon dahinter ist, sämtliche auf den Plattformen befindliche Kopien des rechtswidrigen Inhalts müssen ebenfalls unverzüglich entfernt oder gesperrt werden. Ist jetzt wieder, wenn wir zurückkommen zu Hate Speech, zu Aussagen, die geteilt werden, die geliked werden, die kopiert werden, ziemlich spannend. Also jeder, der Informatik in irgendeiner Form beherrscht, der sozusagen die Logik von Detektion im Netz nachvollziehen kann, müsste eigentlich verstehen, welche Infrastruktur hier notwendig wird. Im Endeffekt diese Zitate, diese Statements in dieser Form zu tracken, zu detektieren, zu entfernen und zu sperren. Wir würden uns eine technologische Infrastruktur bauen.
Sascha Lobo, glaube ich, hat das mal so schön gesagt, wir sollten Gesetze machen, in denen auch ein Innenminister Gauland noch einigermaßen in einem Rechtsstaat leben kann. Mit diesen Gesetzen befürchte ich, ehrlich gesagt, wir bekommen ernsthafte Probleme für Regierungen, die möglicherweise eine andere Definition haben oder die den Gesetzestatbestandskatalog noch ein bisschen mehr erweitern wollen. Erleben wir ja auch, wenn man so ein Gesetz hat, welche Möglichkeiten man hat, das dann einfach mal auf die Schnelle zu erweitern. Stand heute ist das verboten, was in diesem Gesetz steht. Dieses sogenannte Telemediengesetz, was sich auf die E-Commerce-Richtlinie aus Europa bezieht, sagt, untersagt es eben den Anbietern gesetzlich, durch Nutzer gespeicherte Informationen zu überwachen oder aktiv nach Umständen zu forschen, die auf die rechtswidrige Tat hinweisen. Das heißt, das, was ich machen muss, widerspricht eigentlich dem geltenden Gesetz. Aber auch nur so ein kleiner Sidekick. Tja, ich will euch echt nicht zu lange mit dem, aber es ist gerade ein Prozess, der läuft und der uns selber irgendwo in so eine Art Strudel reingezogen hat. Der Bundesrat ist ja dann zuständig zu sagen, okay, wir stimmen dem zu, wir finden das gut, beziehungsweise in seinen Ausschüssen kann er Empfehlungen sprechen. Und der Bundesrat hat festgestellt, die Initiative hat Auswirkungen auf freiheitliche und demokratiefördernde Grundrechte wie die Informations- und Meinungsfreiheit. Also Sie erkennen sehr wohl an, dass diese wahllose Löschkultur, die in diesen starren Fristen hervorgerufen werden wird, ein Problem ist für eine freie Meinungsäußerung letztlich, weil ich habe die Zeit nicht mehr einzuschätzen, muss das die Demokratie noch aushalten, was hier steht, auch wenn ich weiß, was das soll, oder ist das zu löschen? Und fordern deswegen die Optimierung unter dem Aspekt der Verhältnismäßigkeit. Hier geht es nochmal um diese Zange der hohen Bußgelder, eben mit den starren Löschfristen, bezieht sich aber auch nur auf die 24 Stunden für strafbewehrte Inhalte. Sei es drum. Also Sie erkennen zumindest das Problem an. Auf der anderen Seite fordern Sie auch im weiteren Verlauf dann noch eine Erweiterung der Tatbestände. Also das ist dazu muss man wissen, dass der Bundesrat sozusagen eben aus 16 verschiedenen Ländern und 16 verschiedenen Meinungen seine Empfehlungen speist. Und da kommt es dann eben auch zu solchen, ich sag mal, widersprüchlichen Empfehlungen, wie zum Beispiel, also ist schädlich, sollte ein bisschen abgewogen werden, aber ihr könnt noch ein paar Gesetze reinpacken übrigens, wenn das erlasst, wäre eine schöne Sache. Genauso machen Sie es hier, der Auskunftsanspruch auf Herausgabe von Bestandsdaten zu einer IP-Adresse, das sehen die kritisch, ist auch noch so ein kleines Schmankerl, was das Gesetz eben vorsieht, dass man dann zukünftig sagen kann, oh, wer war das eigentlich? Also was so gerade, wenn man sich so diese links-rechts-politische Diskussion vorstellt, dann weiß man auch zukünftig, dass der Nachbar einen angemeldet hat. Da kann man ja mal rübergehen, fragen, wieso. Das wäre noch die demokratiefreundliche Variante, wenn nur gefragt wird. Aber es geht ja um Hate Speech, es geht um Hass, Aufruf zur Straftat. Das ist nicht auszuschließen, dass es vielleicht dann auch zu anderen Unterhaltungen führt. Das sehen Sie auch schwierig, möchten nichtsdestotrotz diesen Ankunftsausspruch auf die Landesmedienanstalten übertragen. Kann man sagen, gut, es ist ein Intermediär, aber nichtsdestotrotz, der Auskunftsanspruch liegt da. Jeder kann sie blamen und kann sozusagen diese Auskunft einfordern. Dann bekommt es nicht der Nachbar direkt, sondern die Landesmedienanstalten. Es ist ein Mechanismus, der eingeführt wird, der so bisher nicht vorhanden war in Deutschland, dass man die Dinge, die im Internet von jemand anderem kritisiert und zu einer Beschwerde geführt haben, auf diese Art und Weise mit einer IP-Adresse sozusagen zur Nachverfolgung, wer sitzt zu Hause, welcher Rechner ist das, welche Straße, nachvollzogen werden kann. Zu dieser ganzen Monitoring-Geschichte, letzte Woche hat die EU ebenfalls ein Monitoring gemacht, vielleicht einfach nur zur Einordnung, wir liegen da jetzt auf Platz 5, hier sind dann jetzt Zahlen von bis zu 80% Löschquoten drin, die EU selber, ich will es jetzt auch nicht so schnell, also nicht so lange machen, widersprechen jetzt den deutschen Zahlen und zwar deutlich, also wenn man jetzt, hier geht es jetzt auch wieder, Reporting Channels und da siehst du dann 31% bei Twitter, was noch 1% war und die EU selbst sagt, ein positiver Trend in der Zeit der Überprüfung im Vergleich zu den vorherigen. Natürlich gibt es immer weitere Verbesserungsvorschläge, nichtsdestotrotz die empirische Sachgrundlage, wie das die digitale Gesellschaft so schön gesagt hat, für dieses Gesetz, also dieses Monitoring, was gemacht wurde bei 3 sozialen Medienanbietern innerhalb von 2 Tatbeständen. Auch hier sind nur sehr, sehr begrenzte Tatbestände getestet worden. Ich sag mal, ist auch sehr ungewöhnlich in Deutschland, dass wir die Tausende von Fälle der Kindesmissbrauchsgeschichten, die ich vorhin gezeigt habe, das ist unser Daily Business. Da haben wir nicht so ein Gesetz gebraucht. Also es ist schwierig. Für uns Grund genug gewesen, wahrscheinlich einer der ungewöhnlichsten Allianzen beizutreten, die sich zumindest in dieser Legislaturperiode zusammengefunden haben, nämlich der Allianz für Meinungsfreiheit. Wir haben eine Deklaration für die Meinungsfreiheit unter Moderation der digitalen Gesellschaft zusammengefunden. Da sind Reporter ohne Grenzen sind dabei, der Bitkom, der Eco-Verband der Internetwirtschaft, auch zivilgesellschaftliche Institutionen,
Gesellschaft für Informatik, die Journalistenverbände, also eine Konstellation, Chaos Computer Club sitzt neben dem ECO und dem Bitkom. Also ich sag mal, nicht unbedingt die natürlichsten Partner haben sich zusammengefunden und gesagt, Achtung, so nicht. Übrigens auch LOAD, die D64 und CNETZ, also die parteinahen Vereine, haben diesen Entwurf in dieser Form, in dieser Deklaration mit den Kollateralschäden, von denen ich hier sprach, die nichts weniger sind als unsere Meinungsfreiheit, die wir zugesichert bekommen haben, unterstützt. In der Konstellation durften wir im BMJV mit dem Staatssekretär Ulrich Kälber sprechen. Wir haben ihm angeboten, dass wir bereit sind, Lösungen gemeinsam zu erarbeiten, eine Sachgrundlage zu schaffen und all das. Bis heute hat es da kein unbedingtes Feedback gegeben, sodass wir jetzt auch in Brüssel versucht haben, dieses Gespräch zu führen. Brüssel ist in Anführungsstrichen momentan die letzte Hoffnung für dieses Gesetz, wenn die Bundesregierung wirklich quasi oder auch das Parlament den Drive, den sie haben, da müssen wir mal was tun, jetzt umsetzen und dieses Gesetz bringen, kann Brüssel zumindest noch sagen, mit den Zahlen auch, die sie haben, langsam, so nicht. Digitaler Binnenmarkt, wir wollen auch versuchen, irgendwie in Europa ein Vorgehen zu haben. Wobei natürlich dieser Gesetzentwurf, der hat schon eine Karriere gemacht. Also den war schon in amerikanischen Pressen drin. Wir haben mit Reporter ohne Grenzen gesprochen. Die Philippinen interessieren sich natürlich auch brennend dafür, wie man Opposition mundtot machen kann mit einem anständigen Gesetz. Das sind Steilvorlagen hier. Ich glaube, nie wurde über einen Entwurf so innig gestritten, so international diskutiert wie über diesen. Ich glaube, kein Grund zur Freude, sondern an der Stelle wirklich handwerklich schlecht gemacht. Kollateralschäden ist ein nettes Wort dafür, was passiert, sind unsere Grundrechte, die hier betroffen sind bei diesem Gesetz. Und dieses, wir müssen da jetzt was tun und die Legislaturperiode ist zu Ende, endet bei uns einfach in der Forderung, Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Keiner sagt, dass diese Inhalte dort stehen bleiben sollen. Keiner sagt, dass diese Unternehmen, die kritisiert werden, hier einen Schutz verdienen. Aber dieses Gesetz gehört so, wie es ist, in die Tonne. Lasst uns zusammenfinden, lasst uns Zahlen definieren, lasst uns Wege definieren, gemeinsam, so wie wir uns auch in dieser Allianz gefunden haben, und ein Gesetz machen, was sozusagen unseren Grundrechten angemessen dient. Kleiner Hinweis noch in eigener Sache, andere Geschichte zum Thema Sicherheit und Vertrauen. Am 20. Juni, wenn ihr wollt, der ECO macht einen netzpolitischen Parteiencheck. Konstantin von Notz wird vor Ort sein, Thomas Jatzombek, Saskia Esken, also die netzpolitischen Sprecher der großen Parteien. Das Innenministerium wird uns bestimmt auch noch ein paar spannende Informationen zum WannaCry und dem Umgang mit Zero-Day-Exploits geben zu Beginn. Unter eco.de kann man sich anmelden, meldet euch, und ich würde sagen, vielen Dank, Kontakt ist da, und ja, für Fragen stehe ich zur Verfügung.